So, dann rein geht's. Kämpfen die alle mit einem? Nicht an der Welt, sondern an den Sternen. Okay, die schon mal nicht. Willkommen bei Team Galactic. Willst du deine Pokémon spenden? Was? Nicht? Dann verlassen wir unser Grundstück. Sonst wissen wir das gleich wie den Besitzer des Fahrradladens. Und wie wär's, wenn ich dich einfach ignoriere und weitergehe? Das sind solche Hampelmänner. Wobei die nicht so schlimm sind wie Team Yell. Die krassesten waren eigentlich Team Flair, oder? Ja, die wollten einfach mal Genozid machen. Also vom Ziel her waren es die krassesten. Baumpel und Zubat, wow. Da kann ich fast drin bleiben, lol. Denk mal, dass du auch noch ein Panpyro draußen hast. Allerdings. Bam, Junge! So, dass so. Der gar nicht erst auf die Idee kommt, hier irgendwas zu fadenschussen. Und Carpado verfehlt erstmal seinen Tackle, sehr gut. Meins hat getroffen. Und 3 Schaden gemacht. Nice, Carpado gebissen. Das heißt, wenn das flincht, ist mir egal. Das sieht mit Panpyros Schwanz aus, als würde Carpado brennen. Ja. Nicht vergiften, bitte. Wer hat überhaupt ein Level 13 Wampel? Wie ist das nicht entwickelt? Indem man B drückt. Das heißt, wir müssen aber auch ab jetzt auf den Routen anfangen zu scouten, ob die wilden Pokémon irgendwelche Items haben, die man haben möchte, weil manchmal haben irgendwelche random Viecher Leftovers oder sowas. Ich glaube, Leftover hat nur Mumfuck so. Ja, halt irgendwie sowas. Ich meine, gut, Leftover wäre natürlich das absolute Nonplusultra, wenn man das kriegen würde. Oh, Moment, du bist ein Charm. Ah, du bist ein Charmian, fuck it. Kein Schnurrgast. Da gibt's einen Tempohieb auf die Mütze. There we go. Wow, das war ein Crit. Nice one, Skipper. Oh, das war ein brauchbarer Crit. Warum? Warum eigentlich Skipper und nicht Kowalski oder Rico oder Private? Weil mein Plinfer weiblich ist. Ja. Und laut dieser einen Folge ist Skipper ein Weibchen. Okay. Ich weiß allerdings nicht, wie kanonisch die Serie ist. Wobei andererseits nach dem Pinguin-Film ging's ja in die Serie über. Ich glaube, die Serie ist Kanon, oder? Ach, egal. Es gab doch zuerst die Serie und dann den Film. Ja, aber der Film hat dann das Ende vom dritten Madagaskar-Film an die Serie angebunden. Panikon. Ja, hast du Psychoattacken. Und später Sleep Powder, ganz wichtig. Wobei, das haben beide. Das haben beide. Ich glaube, Panikon lernt sogar relativ früh Psy-Strahl. Und das ist fürs Early Game eine ziemlich gute Psy-Attacke. Ich erinnere mich nochmal in der Pflanzenarena an Panikon dabei gehabt zu haben, was Psy-Strahl schon konnte an dem Punkt. Unsere Ziele sind unfassbar. So unfassbar, dass ich sie nicht verstehe. Aber ich hau dich trotzdem kaputt. Okay. Der Typ links unten im Computerraum. Okay. Mega. Mega. Das ist Comedy. Das ist Comedy-Gold. Achso, du bist noch kein Stahltyp. Erst Empoleon ist dann ein Stahltyp. Da das hier wieder ein bisschen dauern kann. Ich glaube, du überlebst einen Crit. Mal Schnabel, das trifft sicherer. Vielleicht langt ja auch ein Tackle von Carpador. Oh, langt. Perfekt. Und Traunvogel Level 12. Ich muss jetzt hier einmal unauffällig raus, weil...
Gift. Ja. Also halt jetzt ein KP und. Wie gesagt. Man weiß ja nie, was so an Stoß passiert. Es ist sehr zu unserem Vorteil, dass das Gift einen sonst nicht mehr umbringt. Sonst hätte ich jetzt halt gegengiftet, mein Gott. Ich glaube, ich habe ein Gegengift. Falls nicht, bist du ein Prokes hinter Tränke einschmeißen. Da würde ich fast drin bleiben. Ja, bloß ein Wampel. Also der Doppelkampf, die haben auch nix. Den Doppelkampf habe ich schon. Ja, der andere da oben, der dann keine Ahnung hat, was da eigentlich tut, der kann auch nix. Ja, bei dem bin ich gerade. Der hat nur einen Wampel. Ah, und das Wampel kann Gift stacheln, und das hat gerade eben dein Kabator vergiftet. Habe ich recht? Ja, ja. Der glaube ich. Hast du den Kampf wieder vergessen, oder was? Ich hatte beschleunigt. Aber mangels Alternative muss es der Giftstachel gewesen sein. Was soll das denn sonst gewesen sein? Jo, nee. Oh, Shaloko, nice. Das ist die Speed-Taste. Ja, irgendwie schaffen die es immer nur, Härtner zu können, obwohl es eigentlich aus einem Wampel entwickelt sollte. Nein, hat er da. Halt, halt, der hat Giftstachel. Okay, halt. Okay. Er kann angreifen. Ich habe nichts gesagt. Cheating. Ich gehe raus. Okay, dann ist das tatsächlich sogar ein entwickeltes Shaloko. Ich bin beeindruckt. Okay, keine Vergiftung. Angenehm. Wow, nach 3 Härtnern tötet One-Hitted das Flammrad immer noch. Oh, ein Super hat er auch noch. Ich glaube, das hat keinen Sinn, hier die ganze Zeit zu switchen, während der XP-Share auf Traunfugel ist. Ich mache jetzt einfach so weiter. Und wenn dein Traunfugel auf einem annehmbaren Level ist, dann tue ich den XP-Share auf Karpador. Was ich mal mit dem XP-Share hier irgendwie weiterkomme, geht eine Menge Wasser an der Kanunter. Also mit dem XP-Share schon, aber mit XP-Share und dann auch noch wechseln. Ja, genau. Das ist nicht sehr effizient. Mhm, quasi nicht sehr effektiv. Boost. So, also jetzt du. Aber ich glaube, hier ist Jupiter. Bevor wir mit der kämpfen, gucken wir noch, was die hat. Ich muss übrigens sagen, es hat... Also dafür, wie lange ich schon in diesem Neuland-Internet unterwegs bin, muss ich sagen, hat es echt lange gedauert, bis ich rausgekriegt habe, dass man diese ultraschlechten Witze, die Väter so gerne machen, tatsächlich Dad-Jokes nennt. Also dass es tatsächlich ein hochoffizieller Internetbegriff ist. Das hast du wirklich jetzt erst rausgefunden? Vor ein paar Wochen oder Monaten, dass das tatsächlich ganz offiziell so heißt. Wow. Ich hatte wirklich immer gedacht, dass meiner und ein paar andere Väter da Ausnahmen wären, aber nein. Nein. Scheint, ja. Der Lieblingsspruch von meinem... andersrum wieder heißt, alle, die solche Witze reißen, qualifizieren sich damit automatisch als Väter. Der Lieblingsspruch von meinem Vater immer war, wenn ich gestolpert bin oder wenn er gestolpert oder wenn irgendjemand gestolpert ist, aber nicht hingefallen ist, war, Zitat, guter Stolperer fällt nicht. Aha. Ich habe mir dann irgendwie gewöhnt, darauf immer zu sagen, und ein guter Läufer stolpert nicht. Ja. So, kurz ins Pokécenter. Und dann müsste Jupiter eigentlich auch kommen. Von meinem Vater kam immer nur der Hinweis, wenn man irgendwas verloren hatte, vermutlich ist es da, wo du es gelassen hast. Auf alles. Und das, seit ich 5 Jahre alt war. Immer. Selbst die Rückantwort, ja, ich hab's da und da gelassen, das muss meine Mutter aufgeräumt haben, hat nicht gezogen. Egal, es war trotzdem da, wo ich's gelassen hatte. Sind wir auf dem gleichen Level wie der Boss, ist eigentlich ganz einfach, darf dich bloß nicht treffen lassen. Naja. Der Tipp war ja ernst gemeint gewesen. Stimmt, das ist eigentlich schlimmer. Und hey, du hast einen Pudox. Ja. Ich meine,
das gleiche gilt ja eigentlich für relativ, also nicht für alle, aber für relativ viele Dark Souls-Bosse. Ne? Eigentlich ja, ganz einfach mal theoretisch halt ist von ein paar wenigen Ausnahmen abgesehen, ist zu jedem Zeitpunkt jeder Boss schaffbar, solange du allen Attacken dodgst. Ja, ich meine, bei ein paar Bossen gibt es ja wirklich Mechaniken, die, wo man dann sagt, okay, da kann dir man wirklich einen Tipp geben. Ja, zum Beispiel mit diesem, in Dark Souls 3, der Riese mit dem Windschwert. Aber auch der ist, glaube ich, theoretisch ohne das Schwert besiegbar. Dauert halt 100 Jahre. Ja. Aber ich meine, wenn man dann zum Beispiel an sowas denkt, wie, keine Ahnung, den Schmetterling aus Dark Souls 1, da ist halt wirklich so, ja, dodge halt seinen Angriffen und dann machst du ihn platt, wenn er landet. Ja. Ja, also, da gibt's nichts, da gibt's nicht mehr zu sagen. Da gibt's keine Special Tricks. Man weicht halt aus und dann vermöbelt man ihn. Außer du hast Fernkampf. Okay, also gut, das Ausweichen ist leichter gesagt als getan, aber das ist ja immer so. Auch bei dem geht Ausweichen eigentlich. Ich glaube, je nachdem, wie er schießt, kann man gar nicht ausweichen, sondern muss einfach den Tumble so timen, dass man halt, ne? Die Invincibility Frames hat, ja. Ja, das schon, aber die Invincibility Frames, die halten sich ja noch in Grenzen. Außer du hast diese Mod, die deine Framerate erhöht. Das ist nämlich nur halb so viele Invincibility Frames, weil die gut gemacht ist, die Mod. Ach, der will fighten. Ich dachte, ich habe hier den Dings getroffen. Nee, das ist nicht der Typ vom Radladen. Oh, ein Kadabra. Hi. Warte mal, steht da oben jetzt gleich irgendein Hardcore-Boss? Ja, Jupiter. Also was heißt Hardcore? Boss halt. Okay, hat der irgendwas, wovor man sich Sorgen machen muss? Wollte ich gerade nachgucken, sollte ich diesen Forscher hier gekillt habe. Okay. Hauptsache, du wechselst nicht Panpyro in Kadabra ein. Ich hätte fast drauf gedrückt und das ist mir im letzten Moment eingefallen, dass es keine gute Idee ist. Panpyro hätte diese Konfusion nämlich nicht so gut weggesteckt. Ah! Du steckst die auch schon nicht gut weg. Allerdings hat Kadabra absolut keine Defensivwerte. Also so überhaupt keine. Ja, ja. Doch, damit kommen wir davon. So, und jetzt gucke ich mal kurz Jupiter nach. Also ich meinte, dass Jupiter doch mal heilen. Dass Jupiter da oben ist. So, okay, ja. Also, die hat ein irrelevantes Zubat. Dieses Mal wirklich irrelevant. Ne, halt nicht irrelevant. Das Ding kann Gigasauger. Whatever. Also, halbwegs irrelevant. Und dann noch ein Skuntank. Das ist weniger irrelevant. Ja, das ist die gefährlichste Move von dem ist Nachthieb. Das macht 50, ne? Und hat, glaube ich, eine erhöhte Crit-Chance. Nee, da war das nicht das, was... Nee, Nachtnebel war genau 50. Ach so, 50 Schaden. Nee, das war... Nee, Nachtnebel macht von deinem Level abhängig. Was im Competitive 50 heißt, aber... Ne? Ah, okay. Ich hatte das 50 im Kopf, ja. Nein. Also es kann Nachthieb und Giftwolke und Rauchwolke, weil fuck you. Das größte Problem ist, keiner von uns hat irgendwas, um das Viech effektiv zu treffen. Ich kann Roselia reinstellen und... Ja, blöd. Also ich glaube, du bist noch mit den Feuerattacken von Panpyro ganz gut beraten. Ja. So, das ist halt das Einzige, was gegen Gift und Licht effektiv ist, ist Boden. Hätten wir Kleinstein noch, wäre es was anderes. Ja, möglicherweise, ne? Ich meine, wenigstens ist Skuntank nur Level 20, in Platin wäre es 23. Ja, wäre halt vorher nochmal grinden gegangen. Level 20 sollte eigentlich machbar sein. So. Problem ist halt, wir haben halt effektiv nur drei Pokémon, weil Carpador kannst du nicht zählen, Bidiza zählt nicht und das andere ist noch nicht entwickelt genug. Oder noch nicht Level genug.
Oh. Gar nicht groß vollgelabert. Du bist jetzt direkt zu Jupiter gerannt, okay. Ja. Ich hab doch gerade gesagt, ich gehe jetzt einfach rein. Ich mach die jetzt platt. Der hätte wenigstens auf mich warten können. Sorry. Brauchst du gleichzeitig anfangen und so, da war was. Ich dachte, die labert mir jetzt erstmal noch 10 Minuten von wegen Weltherrschaft zu. Nee. Jupiter straightforward. Mhm. So, jetzt schauen wir mal. Also wie gesagt, du solltest eigentlich mit Panpyro nicht so Probleme haben. Bam! Und? Oh, das war süß. Okay, das Viech ist wohl ganz gut tanky, wie es aussieht. Ah, okay. Aber ich nehme auch nicht viel Schaden. Wie viel Schaden nehme ich von dem, Zubat? Von Zubat weiß ich nicht, wie viel Schaden ich davon genommen hätte. Das Ding ist ziemlich gestorben. Ich überlege, ob ich doppelt ihm hochstecke. Eine Beere. Ich habe gesagt, dass er eine Zitrobeere hat. Ich überlege, ob ich doppelt ihm hochstecke. Mache ich, glaube ich. Ich bin da mal vergiftet. Ich mache jetzt so lange Doppelteam, bis mich noch ein Flügelschlag von Zubat trifft. Oder, nee, also jetzt der trifft mich auf jeden Fall und der nächste dann. Wobei. Okay, doch. Nee, dann muss, nee, dann muss ich nochmal. Nee, ich könnte. Nee, kein Risiko. Mich rollen. Kein Risiko. Oh, wow, die HP. Hat der einen Trank? Nee, oder? Ich glaube nicht. Wenn ich du wäre, würde ich einfach Tempo-Hieb machen. Aber du hast Rauchwolke. Am besten dann vielleicht auf Jaravia wechseln und... genau, das war der Plan. Außerdem kann man, bedrohe ich es dann noch einmal. Das ist auch nicht irrelevant. Weil, wie gesagt, nach die erhöhte Crit-Chance, da ist der Bedroher ein bisschen irrelevant. Grad mache ich's Maul zu. Das war ein Crit. Warte, wenn dir ein Crit so viel Schaden macht, dann stecke ich das auf jeden Fall nicht weg. Okay, ich wechsle. Das war nach dem Bedroher wohlgemerkt, ne? Mhm. Was scheißegal ist bei einem Crit, aber egal, das war nach dem Bedroher. Ach, ich hätte ja ihnen echt eine Beere geben sollen. Oder einfach von vornherein nicht reinrennen. Holy shit. Ich glaube, ich muss hier irgendwas säcken. Ich glaube, ich säck Bidiza. Wäre sehr ärgerlich. Ich weiß, aber muss ich. Echt keine Alternative? Nicht, wenn ich keinen Trank einsetzen darf. Nee. Ich hab die Tankiness von Plyprin überschätzt. Ah, ja, das ist noch nicht Stahl. Ja. Mit Stahl wäre easy gewesen. Aber ist halt nicht. Okay, zugegeben, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass der Typ zweimal Kreideschrei und Rauchwolken macht, anstatt anzugreifen, hätte ich vielleicht nicht zacken müssen. Und natürlich geht mein Angriff nach einer Rauchwolke daneben, weil da. Also ist das Bidiza jetzt platt? Ja, es hat zwei Kreideschreie gefressen. Achso. So. Wer hat einen höheren Angriff von euch beiden? 41... 29, ja, okay. Dann Staravia. Mach mich stolz. Dann tschüss. Schade. Du bist schneller. Dann nehme ich jetzt aber das Bamelin mit. Was jetzt wirklich stört, also was mich jetzt wirklich stört, ist, dass ich jetzt irgendwem Zerschneider beibringen muss, dem ich nicht Zerschneider beibringen möchte. Also vielleicht, schauen wir mal. Dieser hat die Zitrobeere gerade eben nicht getriggert, der war doch gelb, ne? The fuck?
Achso, ich gehe mal in den Fahrradladen und hol mir das Fahrrad. Na, da hätte man es wirklich. Ich hätte mich nicht von dir baiten lassen und zu Jupiter rennen lassen sollen, das war jetzt dämlich. Kannst du übrigens Staravi auch auf Box packen. Was? Natürlich triffst du wieder mit einer Rauchwolke nicht. Mann. Eine scheiß Rauchwolke und instant triffst natürlich wieder nicht. Wenn du gerade dabei bist, Roselia auch. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt bedanke dich bei dieser einen scheiß Rauchwolke. Wipe ich hier jetzt? Ich hoffe nicht. Ich habe jetzt halt ein fucking Problem. Na gut, du auch. Ich auch. Das hat nicht gereicht. Oh, er macht noch einen Kreideschrei. Okay, mal gucken, ob wir Carpador behalten dürfen. Okay, ja, wir dürfen Carpador. Carpador trifft jetzt das Tackle. Danke. Okay. Ist Tank down? Ja. Ja, war. Nee, das war meine Schuld. Ich hätte einsehen müssen, dass ich ohne Panpyro nicht so einfache Spieler wie du und dann nicht einfach hereinrennen dürfen. Oder ich hätte mit Staravia drin, einfach drin bleiben müssen und mich nicht von den HP abschrecken lassen. Das wäre auch noch eine Option gewesen. Mhm. Okay, ja. Ja, dann, Also sind wir mit Staravia und ich meine Roselia los. Und Biliza. Ja, das habe ich schon weggepackt. Haben wir noch genug für ein volles Team? Ja, gerade so. Dann, ist Grinden angesagt, schätze ich. Ja. Dann hole ich noch kurz das Fahrrad ab. Und dann wäre das der Punkt für eine Aufnahmeschluss. Und dann, bis wohin grinden wir denn? 22? Wie sowas, ja, 22, 23, sowas. Ich meine, Level Cap ist ja 30, das heißt. Aber wir müssen noch den Radweg runter, wir müssen durch den Berg durch, wir müssen dann durch Herzhofen, wir müssen dann die Route, dann Trost du, da kommt noch eine Route und dann kommt erst die Arena. Ja. Deswegen nicht zu weit leveln. 20, 23, sowas. Okay. Ja, und hier haben wir jetzt gesehen, was passiert, wenn man unvorbereitet in den Bosskampf reinrennt. Ich dachte wirklich, der wäre nicht tragisch. Ja, wie gesagt, du hattest halt Panpyro dabei. Ich hatte nichts Vergleichbares. Ja. Aber das von allen ausgerechnet Carpador, das Scheißviech. Vor allem, als dann Carpador draußen war. Das fucking Carpador. Weißt du, was er dann gemacht hat? Kreideschrei into Kreideschrei. Und deswegen ist er gestorben. KI, ne? Mhm. So, 4 haben wir. Welche hast du jetzt mitgenommen? Ja, die beiden, die noch auf der Box waren. Ich habe 4 also Pokémon. Zerputze, also ich hab 3 freie Plätze und 4 Pokémon auf der Box. Dann passt irgendwas nicht. Geh nochmal in den PC rein. Moment. Ich guck mal kurz nochmal meine Box an. Also. Gehen wir es mal kurz durch. Ich habe
Plinfa. Das ist ja für dich Panpyro. Ja. Ich hab Karpador, das ist dein Karpador. Ja. Ich hab... Ah, Drifblon. Du hast kein Drifblon-Äquivalent gefangen. Genau, ich hab den Encounter noch offen. Ah, there we go, okay. Gut. Haben wir das Rätsel auch gelöst? Aber den Encounter werde ich jetzt nehmen. Auch für Drifblon. Na gut, das müssen wir noch in der Aufnahme machen. Das ist jetzt der Schneider. Das heißt, kann irgendwas bei dir zerschneider? Auf jeden Fall. Man kann es beim Attackenfall lernen, wieder raus. Und dann renn am besten kurz zurück und fang das Ding. Und dann können wir ja entscheiden, ob du das haben willst. Und wenn du das Ding lieber ist als Zierpurze, dann tausche ich Macholo gegen. Oder Zubat. Wenn es dir. Und dann nehme ich da. Wobei, dann habe ich zwei Geist-Pokémon. Guck einfach mal, was du kriegst. Und ich mache hier sozusagen die Dialoge, die ich nicht gemacht habe. Freitag. Drifblon erscheint Freitag. Heute ist Freitag. Also, wenn du willst, kannst du einen Drifblon fangen. Es ist ja Freitag. Ja, es ist Freitag. Ah, ich darf hier nicht mehr durch. Wir müssen erst über den Fahrradweg. Goddammit. Wieso müssen erst? Also, ich glaube, der will nur mit dir reden. Nein. Ach nee, achso, der zwingt dich zum Fahrradweg. Wow. Okay, dann hole ich mir kurz ein Fahrrad. Aber dann auf dem Fahrradweg sind ein Haufen Trainer. Okay. Mach mal das nächstes Mal. Ja, und derweil kann man, glaube ich, hier noch hoch trainieren. Ja, genau. Da können wir da trainieren. Da müsste eine Wiese sein. Warte, das ist eine neue Route, oder? 211, ja. Okay, dann machen wir das noch. Okay, dann machen wir das noch kurz. Mein Fahrrad auf Y legen. Ach ja. Das Angenehme hier, das Fahrrad hat zwei Gänge. Also du kannst zwischen Eirad und normalem Rad regulär wechseln. So, dann mal gucken, was hier ist. Okay, Pizza. Dürfen wir aber nicht fangen. Weißt du was, bevor wir jetzt 100 Jahre im Kreis rennen, gucke ich kurz nach. Und du guckst mal kurz, auf welche Route wir sind. 211. 211. So, hier gibt es... wir haben Nacht. Das heißt, wir haben alles, hier kann alles kommen, was es hier gibt. Also hier gibt es Zubats, fliegt raus. Macholo. Du hast keinen Macholo, oder? Raus. Du hast keinen Macholo, oder? Ich kann Macholo. Kleinstein raus. Ponita wäre möglich. Mhm. Hothot wäre möglich. Ja. Meditier wäre möglich. Okay, also wir machen hier. Klingplim wäre möglich. Bonzel. Nee, Bonzel ist nur ein Platin, aber Rabautz, nee, das ist Pokerradar. Okay, aber wir haben hier auf jeden Fall genug Zeug. Aber aufpassen, da oben im Eck ist ein Ninja-Junge. Na, bei mir auch ein Meditier. Cool. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie kriege ich das jetzt nicht kaputt? Ich könnte mit Karpador einmal drüber tackeln. Mediti wäre eigentlich sogar ziemlich cool. Dann nehmen wir das mit, würde ich sagen. Ich probiere mal mit Karpador da drüber zu tackeln. Ich glaube, du unterschätzt gerade Mediti ein bisschen. Meditalis ist cool tatsächlich sogar. Und Kampf Psycho ist eine gute Coverage. Okay, aber wie schwäche ich es jetzt? Mit Pudox? Du hast ja noch was anderes als Konfusion können. Ich hab meins auf jeden Fall. Na, mit einem Tackle kann ich draufhauen. Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Und das meditiert. Was macht Meditation nochmal? Waffen. Angriff. Nur Angriff, okay. So, Meditier, du bist weiblich. Aber ich kann doch hier Pudox jetzt nicht reinstellen, oder? Der wird doch umgenietet. Pudox, guck mal, welchen Typ... Ist der nicht Giftkäfer? Ja, richtig, das ist Resisted Kampf. Ah. Bin dicht. Ich dachte, Psycho gut gegen Gift. Ja, aber nicht gut gegen Käfer. Ah. Das wusste ich nicht.
Tackle, Fadenstoß, Windstoß. Windstoß könnte Schaden machen. Das müsste er auch überleben. Ich nenne dich Alia. Okay, dann scannt er halt nochmal. Auch wenn wahrscheinlich die Anspielung kein Mensch rafft, aber egal. So, gut, haben wir das. Ja, Moment, ich hab meins noch nicht. Ganz ruhig hier. Okay. Das war nett. Jetzt ist übrigens ein Hot-Hot gekommen. Bei mir als nächstes. Aber ich habe ja schon das Meditier. Ah! Crit! Also erst hat dich gekrittet? Ja. So, das heißt, jetzt wechsle ich aufs... Ja, auf mein Büro. Auf das. Ich meine, du bist 8 Level drüber, da müsstest du auch was wegstecken können. Ja. Und Angriff darf er gerne steigern, solange er mich dann mit Konfusion boxt. Gibt's eigentlich außer Zen-Kopfstoß eine andere physische Attacke in der Generation? I don't know. Sieglinge gibt's noch, aber die kann Meditalis nicht lernen. Ich meine, ich guck mal gerade kurz. Wenn ich jetzt noch mein Roselia hätte, dann hätte ich das Ding einfach Stachelsporen können. Okay, es ist drin. Da. So, also dann gucke ich jetzt gerade mal kurz. Also ich meine, Meditier ist cool und alles, aber... Okay, Meditier lernt überhaupt keine Psychoattacke nach Konfusion mehr. Meditalis auch nicht. Also keine Offensive. Nur Konfusion an Psycho. Aber sie können auch sehr gute Kampfattacken. Ja. Turmkick und so ein Blödsinn. Ja. Und es kann Psychoklinge erben. Es betrifft uns nicht, aber es kann Psychoklinge theoretisch durch Erbschaft. Ach, hier irgendwo Leerzeichen? Ja, einfach irgendwo, nice. Wo nichts ist. So, okay, was tun wir dann raus für Meditier? Ich denke, das Offensichtlichste wäre Macholos Tsapuzo, oder? Das ist tatsächlich das Offensichtlichste. Vor allem, das ist sowieso besser, weil wir Meditalis auch so kriegen und nicht er. Ja, und darfst Mashok eh nicht bauen. Du meinst Machomai. Machomai, ja. Mashok ja. Schon, Machomai nicht. So. So, okay, dann trainieren wir jetzt alles auf Level 22. Auf bis, der Route, die wir gerade gedingselt haben. Bis auf Carpado, damit wir das Onscreen entwickeln können. Das war also nur auf Level 19. Mhm. Und ja, dann sehen wir uns entweder gleich oder in der nächsten Folge. Bis dahin. That's the